Hallo hier aus Jamaika. Mein Name ist Martin Krolopp und herzlich willkommen zum Crashkurs Das perfekte Urlaubsfoto. Gleich geht's los. Wir sind zusammen mit unserem Pärchen hier angekommen. Da hinten liegt unser Kreuzfahrtschiff und ab heute Nachmittag sind wir auf Tour durch die Karibik. Bevor es losgeht und bevor auch die erste Lektion hier losgeht, möchte ich allerdings ein paar Worte verlieren. Das wird es auch nur in dieser ersten Folge einmal geben, denn ich möchte das Ganze einmal abgehakt haben und dann auch gar nicht mehr ansprechen. Es geht darum, dass wir natürlich bei einer so großen Produktion mit Partnern arbeiten. Wir haben uns Gedanken gemacht. Wir haben uns viele Gedanken gemacht für dieses Projekt. Wir haben uns überlegt, wie können wir Urlaubsfotografie wirklich realistisch beibringen und wirklich realistisch zeigen. Und da war zum Beispiel eine Überlegung von uns, dass wir irgendwo hinfahren und dort was produzieren, aber das war uns einfach zu eintönig. Irgendwo in ein Hotel und immer die gleiche Umgebung. Und so sind wir auf die Kreuzfahrt, so sind wir auf die AIDA gekommen. Wir haben also AIDA als Partner an Bord. Viele Grüße nach Rostock und ich danke auch nochmal an der Stelle dafür. Aber wir haben einfach keine perfektere Möglichkeit gefunden, Urlaub in Reinform, in tollster Variation zu bekommen. Unser Pärchen erlebt ja wirklich 14 Tage, jeden Tag einen anderen Hafen, kann dort fotografieren gehen, hat Aktivitäten. Und wir haben den Luxus, dass für uns gekocht wird, dass wir immer wieder eine Homebase haben, in der wir am Abend zurückgehen, unsere Speicherkarten laden und so weiter und so fort, Speicherkarten entladen und die Akkus laden können, so rum. Also das heißt, wir haben einfach ideale Produktionsvoraussetzungen geschaffen und damit möglichst beste Inhalte für diesen Crashkurs zu sammeln. Weiter geht's mit anderen Partnern, die wir auch an Bord haben. Und da wäre zum Beispiel Panasonic. Ja, wir mussten uns irgendwie für eine Kamera festlegen, an der wir das Fotografieren erklären. Und wir haben da Panasonic gewählt, einfach weil diese Thematik Reise, Kompaktheit, MFT für uns wunderbar zusammenpasst. Und ich schätze, hätten wir Canon genommen, hätten wir den einen sauer gemacht, haben wir Nikon genommen, hätten wir den anderen sauer gemacht. Ich will nochmal betonen, es liegt nicht an der Kamera, tolle Fotos zu machen, sondern es liegt daran, wie man sie einsetzt. Und wir erklären Dinge nicht anhand einer Kamera, sondern wir erklären Dinge, die mit vielen, vielen, vielen Kameramodellen funktionieren. Und bitte, diese Querverweise, die muss man doch einfach auch im Anschluss dann hinbekommen, dass man sagt, okay, an meiner Kamera ist der Kopf eben 1 Zentimeter weiter links, dann drücke ich eben diesen Knopf für die gleiche Funktion. Gut, wen möchte ich noch nehmen? Ich möchte noch Cewe, Foto, Buch oder Leinwände, Fine Art Printing nennen. Wir haben uns überlegt, was macht man denn mit Urlaubsfotos? Also was macht man wirklich mit Urlaubsfotos? Ja, viele Leute lassen die vergammeln auf der Festplatte, aber viele machen eben ein Fotobuch oder bringen es an die Wand. Und genau das wollen wir auch machen. Und deswegen ist Cewe mit an Bord. Und dann haben wir uns überlegt, wie haben wir denn die perfekte Ausrüstung, die man für so einen Urlaub braucht? Klein, kompakt, unterwegs, auch günstig. Und deswegen haben wir Enjoyer Camera gefragt, ob die uns nicht unterstützen, denn wir arbeiten lange Zeit schon mit Enjoyer Camera zusammen. Und haben dort Sachen rausgepickt, die wir selber im Einsatz haben und die wir einfach wirklich weiterempfehlen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns für Dinge entschieden, wir haben uns für Zusammenarbeiten entschieden, für das beste Ergebnis. Und bitte, 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 ich kenne das aus dem ersten Porträt-Crashkurs, also Crashkurs-Porträt, da gab es so ein bisschen, ja, die Canon-Jünger haben uns gedisst, weil wir keine Canon benutzt haben, dann haben die Nikon-Leute drauf eingeprügelt, weil es keine Nikon war und irgendwie wurde da so ein bisschen gehatet, nicht viel, aber merkbar und das möchte ich einfach ausschließen bei dieser Strecke hier. Wir erklären Fotografie und darum geht's. Gerade eben hatte ich noch über Arthur und Rahel gesprochen. Verdammt, jetzt habe ich hier unhöflich den Mann zuerst genannt. Über Rahel und Arthur gesprochen. Jetzt sitzen sie beide hier. Schön, dass ihr da seid. Ich darf euch offiziell begrüßen. Auch wenn wir schon ganz viele Stunden im Flugzeug erlebt haben zusammen. Aber ich finde es toll, dass ihr da seid. Ja, euch vielen Dank. Wir sind auch froh. Dafür, dass wir euch jetzt 2 Wochen lang stalken werden. Dafür dankt ihr. Ja. Aber nichts Schöneres. Okay, wir kommen einfach mal zu einem ganz wichtigen Thema. Und zwar, ich möchte euch ein bisschen vorstellen. Die Zuschauer sollen erfahren, wem sie jetzt 14 Tage lang oder 14 Folgen lang zugucken werden. Aber ich habe auch noch eine andere Sache. Und zwar, wir haben ja schon mal einen Crashkurs Porträt gemacht mit einem Modell.
Viviana kennst du auch aus Kölner Gegend, die wir sozusagen in der Porträtfotografie gecoacht haben über 12 Folgen. Und da wir das auch ein bisschen unschön im nächsten Jahr darauf gezeigt haben, kamen dann direkt irgendwelche Anmerkungen bei YouTube, dass wir schon eine Profi-Fotografin genommen hätten und das wäre nicht fair gewesen, weil es keine Anfängerin war, obwohl die wirklich Anfängerin war. Mhm. Jetzt, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Erfahrung mit Fotografie? Also richtig so DSLR, große Kameras oder wie sieht das aus? Ihr reist viel und ihr fotografiert. Jetzt ist der Punkt. Jetzt müsst ihr mal kommen. Ehrlichkeit. Ich fange mal einfach an. Reihe ist natürlich das Model, wenn wir dann mal irgendwie am Reisen sind. Was wir meistens machen, ist das Handy nehmen und Bilder machen. Wir haben keine eigene Kamera. Mhm. Wir haben auch nicht das Know-how darüber. Und für uns dann einfach nur im Urlaub ist es einfach nur wichtig, okay, wir müssen innerhalb einer kurzen Zeit möglichst viele coole Bilder machen. Und bevor wir uns in irgendeine große Kamera einarbeiten, nehmen wir einfach das Handy und das ist einfach das Simpelste. Und ja, also das können wir und damit kennen wir uns aus und hier Instagram-Filter und Nachbearbeitung, das ist alles für uns einfach. Was wir haben, ist eine GoPro, eine Action-Kamera. Ja, gut. Aber das für die ist spaßigen Sachen. Für die spaßigen Fotos, Sachen. Wasser und Action. Okay. Und aber damit so. Machen wir auch keine Bilder, damit machen wir dann so ein paar Videos. Ja, genau, Videos eher, genau. Aber Handy ist alles, was du normalerweise auch verwendest. Genau, ist einfach praktisch, hat man immer dabei, kann man schnell ein Foto mitmachen und klappt eigentlich ganz gut. Jetzt, Rahel, bei dir ist ja bekannt, habe ich auch schon vorher gesagt, dass du als Profimodel arbeitest für Kampagnen und Co. Dein Instagram-Account hat ja weitaus mehr Follower als unserer und selbst als Facebook und sonst was zusammen. Jetzt ist der Punkt, ist dort wirklich, alles, was du fotografiert hast, dort ist mit dem Handy aufgenommen? Alles, was ich aufgenommen habe, außer erst jetzt mal so ein Modelbild. Was vor dem Fotografen dann kommt. Cool. Gut, also liebe Zuschauer, das ist wirklich so, die beiden sind A, ein Pärchen, das ist also nicht nur von uns gecastet und B, das werden wir, glaube ich, mitbekommen, die 14 Tage, dass es da auch mal hoffentlich Streit gibt, weil sonst wäre die einfach zu ideal. Und dann, sie haben zwar Fotoaffinität, das heißt, ihr sind beide sehr, sehr fotoverrückt, aber ihr habt euch noch nie eine wirkliche Kamera gekauft. Warum, wenn ich fragen darf eigentlich? Ja, also seit einem Jahr ist das erst bei mir mit Instagram und jetzt mittlerweile habe ich mal drüber nachgedacht, aber der Punkt ist einfach noch nicht gekommen, weil bis jetzt hat es mit dem Handy gereicht und es war jetzt sowieso Winter. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal drüber nachgedacht, ist aber noch nicht getan. Wir haben tatsächlich erst vor kurzem darüber geredet. Genau, sollen wir uns mal eine Bloggerkamera. Darf ich mal fragen, was waren die Kriterien, die die Kamera erfüllen musste? Also worüber habt ihr, jetzt habt ihr gesagt, okay, wie geht man da vor? Also ich bin da ziemlich weit lang raus, also das ist das Problem. Also bei mir war vor allem der Punkt, ich bearbeite die Bilder danach immer noch in der App und dann, wenn ich nah ranzoome, dann sehe ich einfach, wie krass verpixelt das ist und wie unscharf das Handy dann doch ist. Also generelle Bildqualität muss schon sein. Und natürlich so Probleme wie, wenn man irgendwelche lichttechnischen nicht so guten Gegebenheiten hat, das Handy kann das einfach nicht so gut alles abstimmen. Was ist mit Größe? Habt ihr euch mal DSLR-Kameras? Also die Fotografen, mit denen du wahrscheinlich die Kampagne fotografierst, haben ja riesengroße Trümmer an Objektiven und Kameras. Habt ihr euch sowas angeguckt oder ist es irgendwie so, wo ging da was ist da so ein bisschen euer Gedankengang? Ganz ehrlich, wir haben gar nicht so weit gedacht, welche Kamera wir brauchen, sondern wir haben einfach nur mal, Bilder von ihr gesehen, wo sie quasi mit Fotografen geshootet hat. Und wir sehen natürlich unsere Bilder im Vergleich. Und natürlich, uns fällt auf, die Bilder, die beim Fotografen gemacht wurden, sind natürlich um Längen cooler. Aber nicht nur an der Kamera liegen. Kann auch nicht nur an der Kamera liegen. Deswegen aber allein die Qualität, wenn man ranzoomt. Wir haben gar nicht so weit darüber nachgedacht, welche Kamera, sondern wir haben einfach gedacht, okay, wir müssen vielleicht mal irgendwann mal das Upgrade wagen und mal eine bessere Kamera holen. Aber welche das ist, gar keine Ahnung. Aber finde ich schon interessant, dass ihr unterwegs seid, auf Reisen geht, dass ihr auch ja Thailand für nächstes Jahr geplant habt und so und dass ihr auch gar nicht so, also Handy war euch auch immer, wo ihr gesagt habt, okay, das haben wir dabei, das funktioniert und das ist gut. Wir kamen damit gut klar. Also ich meine, wir haben gute Ergebnisse gemacht und deswegen war das soweit ausreichend. Ich glaube, das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das denkt, aber ich glaube, dass viele Fotografen auch einfach zu abgefahren denken. Ich versuchte sowieso in diesen ganzen Crashkurs jetzt bei uns in der Karibik mit einzufügen, aber ich glaube, dass viele Leute einfach auch abgehalten werden davon von irgendwelchen Pixelpiepern, die so sagen, so muss das gemacht werden und so macht es der Profi und so, dass man da einfach auch so ein bisschen Respekt davor kommt und sagt, ey, komm, voll dann, kompliziert und dann lasse ich das beim Handy. Das dann, oder? Schon so ein bisschen? Ja, genau. Man muss erst mal bedienen lernen und das Technik und so ist bei mir eh so. Also sehe ich richtig, du willst Bilder direkt am Handy bearbeiten, posten ist bei dir wichtig. Genau, also, und Einfachheit. Und Einfachheit. Klarheit. Und bei dir ist was so ein bisschen, du musst natürlich immer ihre Ergebnisse liefern, da muss wahrscheinlich dann noch ein bisschen besser sein, wenn du es machst. Ne? Ja, das ist so der eigene Ansporn natürlich. Das, was wir gerade machen, ist gut. Und ich meine, die Follower bauen sich bei ihr auf und die Leute, die mögen die Bilder. Aber für mich ist einfach nur so, okay, ich würde gerne mal noch mal so den nächsten Step machen oder so ein bisschen bessere Bilder machen. Okay, okay. Gut, aber dann bin ich jetzt mal informiert.
Jetzt mal eine andere Frage. Was denkt ihr, da unten liegt ja die AIDA. Wir müssen jetzt gleich packen und dann mit dem Taxi runterfahren. Wir sind hier auf unserer Residenz bei James untergekommen. Was denkt ihr über die 14 Tage? Was interessiert euch am meisten? Was denkt ihr, wird passieren? Wie wird es werden? Also auf das Schiff bezogen, auf das Fotografieren? Auf alles. Erzähl. Auf alles. Ich bin super gespannt auf die AIDA, weil ich noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff war. Und wie groß das ist, kann ich mir gar nicht vorstellen, was es alles gibt. Es sieht schon groß aus, ne? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie klein, wie groß ich da drauf bin auf diesem Schiff, wie lange man braucht, um hoch und runter es zu laufen. Es gibt Kinoseele und ja, alles. Es ist so unvorstellbar, wie das alles auf ein Schiff passt. Und ja, natürlich irgendwie, was ich alles lernen werde, wie gut ich danach fotografieren kann, ob ich es alles auf die Reihe bekomme. Okay, und ja. Du? Ja, vor allem, wir haben super Bock drauf, einfach auf die ganzen Sachen, die wir jetzt erleben. Ich meine, wir werden ja jetzt nicht einfach nur 14 Tage auf dem Schiff hocken, sondern wir gehen nochmal raus und werden viel sehen und... Ja. Ich bin aufgeregt. Viel Arbeitsaufgaben. Kommt auch immer mehr dazu. Ich habe noch eine Bitte, und zwar, wenn wir jetzt gerade so im Gespräch sind. Ich habe so ein bisschen vier Ziele eigentlich für die Strecke gepackt für euch. Also vier Kernziele. Und natürlich ist da sowas drunter, wo ihr sollt besser werden für Social Media, für Fotos machen, Instagram und so ein bisschen berichten über eure Reiseblogs. Aber eigentlich ist der Hauptgrund, Fotografie ist Erlebnis. Und ich glaube, man kann Fotografie nutzen, um Dinge anders wahrzunehmen. So Urlaube, so Erlebnisse in anderen Ländern. Ich will euch nur heute Morgen das nochmal rekapitulieren lassen. Heute Morgen haben wir uns die Wecker gestellt auf 5.45 Uhr, obwohl wir gestern 24 Stunden lang im Flieger unterwegs waren und alle von uns waren hundemüde. Und wir sind aufgestanden und standen da draußen und haben uns den Sonnenaufgang angeguckt. Und gestern Abend habt ihr noch gesagt, oh fuck, 5.45 Uhr, ich will schlafen bleiben. Und als wir da draußen standen, haben wir gedacht, boah, wie geil ist das hier. Und wir sind alle aufgestanden. Und wir sind alle plötzlich aufgestanden. Manchmal kann Fotografie so einen Anlass geben und Anlass bieten, einfach Dinge zu machen, die man vielleicht sonst nicht machen würde. Und daraus ergeben sich unfassbar schöne Momente. Mhm. Und ich glaube, Fotografie kann ein Motor sein, nicht zwangsweise nur mit tollen Fotos nach Hause zu kommen, sondern auch tolle Dinge zu erleben. Du wanderst nochmal irgendwo schnell am Strand entlang, weil du denkst, da könnte noch ein Bild sein und du erlebst plötzlich eine Location, die du vorher gar nicht gesehen hättest. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal untergekommen ist. Ja, tatsächlich. In Teneriffa, ne? Letztes Jahr sind wir tatsächlich nach Teneriffa geflogen und zwar jetzt eigentlich nicht nur mit dem Hauptgrund, irgendwie einen geilen Urlaub am Strand zu haben, sondern einfach, weil wir gesagt haben, okay, bei Raya gehen jetzt langsam die Bilder in den Kino. Es ist immer nur noch dasselbe, es ist immer noch dasselbe in der Wohnung, Spiegel-Selfie und keine Ahnung was. Wir haben echt gesagt, okay, wir fahren jetzt in Urlaub. Und dann machen wir einfach nur mal so viele Bilder, dass sie jetzt mal ein halbes Jahr posten kann. Wir haben immer Orte gesucht und sind irgendwo hingefahren. Und tatsächlich, die Insel war jetzt eigentlich nicht schön. Die war jetzt eigentlich nicht so cool, wie wir es uns erhofft haben. Aber dadurch, dass wir halt gesagt haben, okay, wir brauchen coole Bilder, sind wir echt jeden Tag aufgestanden. Wir haben uns ein Auto gemietet und wir sind einmal und daraus kam die komplette Insel erkundet, auf Vulkane hochgestiegen, irgendwie, keine Ahnung. Und so Buchten verlassen. Ach, frag mich nicht. Also wir haben im Endeffekt viel, viel mehr gemacht, als wenn wir einfach nur gesagt haben, wir chillen und wir haben eine gute Zeit. Sondern wir haben echt, wir sind rausgegangen und wir haben was gemacht. Das ist ein richtig wichtiger Punkt. Das wäre Punkt, also eigentlich wäre das Punkt Nummer eins für mich. Das wäre der wichtigste Punkt. Fotografie ist ein Motor, um Dinge zu erleben. Punkt Nummer zwei, ich finde, Fotografie muss manifestiert werden. Nichts gegen unsere Social Media Accounts. Ich bin ja auch ein bisschen so versiert darauf. Yeah. Aber der Punkt ist, das ist einfach nur Massenproduktion. So wie er es gerade gesagt hat, du brauchst Masse einfach, um es nachzuliefern und um nachzulegen. Ich würde gerne haben, dass ihr, jeder von euch, ein fettes, dickes Wandbild hängen habt. Wir haben CEWE angerufen, die kommen ja aus dem nordischen Bereich Richtung Osnabrück hoch und die haben gesagt, sie geben euch jeweils ein richtig dickes, großes D-Bond-Wandbild. Richtig groß. Das ist sozusagen euer Ziel. Ihr werdet hoffentlich irgendwie ein Bild nehmen, was ihr wirklich 10 Jahre lang an der Wand hängen könnt und ein Bild, was so eine Erinnerung triggert, wo ihr auf das Bild guckt und sagt, da steckt mehr dahinter als nur das eine Bild. Da waren die Erlebnisse, da war das, wir haben so viel gemacht. Und das ist so ein Punkt, was auch wichtig ist in der Fotografie. Das heißt, das wäre euer zweites Hauptziel. Das perfekte Urlaubfoto heißt ja die Strecke. Also jeder von euch soll ein Foto feiern danach und an der Wand hängen haben. Und das dritte Ziel ist, ich würde euch bitten, ein Buch von dieser Reise zu machen für euch jeweils. Also zwei Bücher insgesamt, ein Fotobuch, dass ihr das in die Wand stellen könnt. Und immer, wenn Freunde vorbeikommen, dann zeigt ihr denen nicht irgendwie kleine Bilder auf dem Handy, was sie so durchswappen, wo ich finde, dass oftmals die Wertschätzung für Fotografie gar nicht so gegeben ist, sondern ihr gebt ihnen das Buch, übrigens auch von CEWE, die euch das geben, und ihr schlagt das auf und die können die Bilder im Buch durchblättern und das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja, wahrscheinlich werden die Bilder am Anfang erstmal schlechter sein als am Ende vom Buch, wenn wir dann durchblättern. Das wird auch eine Geschichte erzählen. Es kann sein, aber dann ist es halt die Geschichte, die ihr erzählt in dem Buch. Genau. Es ist bloß so ein Buch holt man oftmals
anders heraus und behandelt es anders und die Bilder werden anders gesehen und anders bewertet, als wenn ihr es nur auf dem iPad, auf dem Handy oder sonst wo transportiert. Gut, ich freue mich auf jeden Fall. Wir würden jetzt eigentlich direkt loslegen, weil ihr beide habt ja noch keine Kamera. Ihr müsst ja jetzt irgendwie auch fotografieren, auch das Boarding und alles und was auch passiert. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die fremden Passagiere nicht bildtechnisch mit ihren Persönlichkeitsrechten verletzend hier. Aber wir gucken einfach mal, dass wir jetzt die erste Lektion machen, dass wir dann loslegen mit der Aufgabe des Tages und dann Sachen packen und runterrennen und los geht's, oder? Ja, cool. Wir fotografieren einfach euch. Ihr könnt auch uns fotografieren, wir haben keine Bildrechte mehr. So, wir machen los mit unserem Erklärpart. Vielleicht gucken wir uns einfach auch nochmal vorher, bevor es dann wieder mit dem Trögen, er wird nicht tröge sein, aber Part losgeht, vielleicht auch noch ein paar Szenen von heute Nacht an heute Morgen. Da ist ja auch die AIDA eingelaufen in den Hafen. Wir haben ja selber unser eigenes Schiff gesehen, sozusagen, wie es in den Hafen kommt. Und Flug war ja auch interessant gestern. Oh ja. Und dann legen wir los und dann können wir endlich mit den Fotos des Crashkurs, das perfekte Urlaubsfoto, beginnen. Cool. Wir beginnen mit unserer ersten Lektion und am Anfang müssen wir irgendwie sehr viele Dinge auf einmal anpacken. Ich probiere es so strukturiert und so einfach und so, ich würde sagen, so reduziert wie möglich zu machen, weil wenn man Urlaubsfotos machen möchte, muss man jetzt nicht da ein Fotografiestudium abhalten. Womit fange ich am besten an? Eigentlich erstmal mit dem, was ihr fotografieren oder mit was ihr arbeiten sollt. Du hast ja noch dein Handy hier liegen, oder? Mhm. Das ist sozusagen ein iPhone, mit dem du normalerweise Fotos machst. Ja. Gut, dann ersetzen wir das jetzt mal durch bessere Technik, spezialisiertere Technik. Nicht, dass das iPhone schlecht wäre, aber es ist eben ein Handy mit Kamera. Und was ihr jetzt bekommt, ist eben eine Spezialwerkzeugoption. Das heißt, eine Sache, die nur für Fotos gemacht wurde. Wir machen Ladies first, Arthur, oder? Ja, klar. Ist okay. So, dann greife ich mal hier Handy. Hin. Und ich will dir einfach mal ganz kurz die Kamera zeigen, Rahel, die du bekommen wirst, das ist die hier, das ist die GX800 von Panasonic, ist eine sehr kompakte kleine Reisekamera, sehr schlank, sieht ganz gut aus, oder? Erstmal ja. Schick. Passt zu dir. Objektiv ist vorne dran, muss man zum Anschalten des Objektives extra ausfahren. Also es gibt hier oben so einen kleinen Knacker, wenn der nicht ausgefahren ist, kann man es auch nicht benutzen. Okay. Ja, also das ist sozusagen die Verwendung, so kann man hier zoomen. Und wenn du es sozusagen in die Tasche machst, dann machst du das einfach eingefahren und fertig aus, die Maus. Die Kamera hat eine Besonderheit und zwar, ich nehme mal hinten das Display hoch, das ist eine Kamera, die speziell dafür eigentlich gedacht ist, dass man auch Selfies mitmacht und sehr viel sich selber fotografiert. Und das ist natürlich auch im Urlaub eine wichtige Sache. Display kann man komplett zurückklappen und hat dann den vollen Zugriff. Hat auch Touch und alles, also ist eine sehr schöne Kamera. Erstmal hier deine. Arthur, schick. Jetzt kommen wir zu deiner. Die ist ein bisschen männlicher. Ja, männlicher.
Ich drehe mal hier das Ding um, damit wir das richtig drauf machen können. Das ist die G81 von Panasonic. Und das ist eine sehr, sehr, sehr tolle Kamera. Nicht, dass die nicht toll wäre, aber das ist nochmal ein bisschen größeres Modell. Hat auch hier das Objektiv vorne dran. Kamera, viele Knöpfe, viele Funktionen. Kommen wir alles noch dazu. Wichtig ist eine Sache für euch beide. Ihr habt zwei unterschiedliche Kameras für unterschiedliche Einsatzzwecke, aber eine Sache haben beide Kameras gemeinsam. Und das wäre, dass sie den gleichen Sensor im Endeffekt drin haben. Und es gibt ja hier diesen kleinen Knopf, genau, da drauf drücken und dann kann man es runterziehen. Und jetzt siehst du, dass ihr Objektive wechseln könnt. Weil, wenn ihr jetzt als Pärchen unterwegs seid, dann ist sehr wichtig, ihr müsst euch nicht alle Objektive doppelt und dreifach kaufen. Ihr könnt jeweils die anderen Objektive verwenden. Und das ist ja nicht das alles, was es bleiben wird. Wir haben euch ja noch Objektive mit eingepackt, die gibt es erst später. Das sind die sogenannten Kit-Objektive, also Kit, weil die so im Set mit drin sind. Das ist einmal bei dir und das liest man hier oben. Ich hänge es mal so hin, am besten, so, dass man es hier lesen kann. Siehst du, da oben drauf steht? Ja, ich sehe das. 12 bis 60 mm Brennweite und bei Rahel müsste draufstehen 12 bis 35 mm. Korrekt. Ihr merkt schon, cool. So ein bisschen. 35? Ja, 12 bis 35. 32 steht da. Ach, 32, ja. Okay. War ich falsch. Ihr merkt schon, je länger die zweite Zahl ist, umso größer wird oftmals das Objektiv auch. Hat noch was mit der anderen Sache zu tun, aber im Grunde genommen, je größer die Zahl, umso mehr Brennweite, umso mehr könnt ihr euch wie die Sportfotografen im Stadion Sachen nah ranholen. Das sind die beiden Objektive, mit denen ihr fotografieren könnt. Und das ist erstmal eine super tolle Start-Kombo. Gut, wir erklären die Kamera wahrscheinlich noch ausgiebiger, wenn wir zu den Funktionen kommen. Mhm. Jetzt ist natürlich noch wichtig, ihr werdet die ganze Kamera nicht die ganze Zeit in der Hand rumtragen. Ja. Deswegen haben wir euch eingepackt, erstmal Transportmittel, die sind da. Ja. Arthur, für dich haben wir als Lastesel so ein bisschen den Rucksack. Ja. War auch schon im Einsatz. Ja, wir hatten ja schon vor dem Flugantritt bekommen. Da kann man natürlich auch viel mehr transportieren. Auf einer Reise braucht man oft mal Sonnencreme, eine Strand. Schirm, ein bisschen Getränke, Handtuch, das ist alles, was hier mit transportiert werden kann. Wirklich also, alles rein. Ja, nicht nur für die Kamera. Und Rahel, bei dir haben wir eine schicke, so eine Messenger-Transporttasche genommen. Hat so ein bisschen Handtaschen-Style. Ist jetzt auch keine kleine Tasche, wie du gerade siehst. Aber beim Reisen war es auch ziemlich handy, weil passt ein Tablet rein, passt nochmal ein Computer rein. Genau, und nochmal den Tragegurt. Jetzt ist der Punkt, jetzt könnt ihr die Kamera entweder da drin haben oder in euren Händen. Jetzt ist bei Urlaub so, ihr guckt euch oft Dinge an. Wir werden rumreisen in der Karibik. Ihr werdet nicht die ganze Zeit die Kamera in der Hand haben wollen. Normalerweise, und das ist auch bei jeder der Kameras im Lieferumfang dabei, gibt es diesen Schultergurt. Mhm. Wenn man die Kamera um die Schulter trägt, ist es alles schön und gut. Aber oftmals verfängt man sich durch dieses lange Gürtchen mit irgendwie, man will sie nicht immer über die Schulter tragen, weil gerade mit Schweiß und Hitze hier in der Karibik kann das sehr unangenehm werden, wenn man diesen Gurt hier hat. Deswegen gibt es eine Lösung. Da greife ich mal hier raus. Das ist meiner Meinung nach die günstigste und beste Lösung, Kameras im Urlaub im Einsatz zu haben. Das ist ein kleiner Knubbel, der kommt außen, genau, so in rein. Dieses Tragegeschirr rein und wird daran festgemacht. Vorsicht, mach es an einer Stelle, damit die Kamera mitkommt. So. Hier oben? Ja, genau. Das wird einfach hier. Und dann so dadurch. Ne? Genau. Zack. In der Schlaufe. Und jetzt hat man hier eine Handschlaufe und man kann das hier, dieses Knubbelchen, eben perfekt hier einrasten lassen und kann jetzt die Kamera an der Hand auch wirklich baumeln lassen. Also das ist richtig sicher, da passiert auch nichts. Ja. Das ist praktisch. Und man kann eben jederzeit das Ding hier mit der Hand wegklicken und kann dann jetzt die Kamera einräumen, kann das in den Rucksack reintun, kann es irgendwo auf dem Stativ stellen. Das heißt, du kriegst eine Handschlaufe. Du kriegst eine Handschlaufe und jetzt ist das gerade runtergefallen. Das war jetzt für dich dann dieses rote Knüppelchen. Das hier, ne? Für mich? Ja. Optional, aber wie gesagt, werdet ihr in der Karibik wahrscheinlich nicht so oft einsetzen, gibt es diesen breiten Gurt und den kann man dann an beiden Seiten festmachen. Ja, das hier nur an einer Seite. Genau, ihr habt da zwei, die sind im Lieferumfang dabei. Das ist so ein modulares System. Also ihr versteht, das hier ist von Peak Design, so nennt sich das. Das ist einfach so, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, ohne die Kamera großartig umzubauen. Man hat immer diese Ansatzpunkte, diese kleinen Pönüppel hier. Mhm. Und man kann entweder die Handschlaufe reinmachen, die Armschlaufe oder sogar man kann es an eure Rucksäcke auch ranmachen. Also es geht alles um diese kleinen Knüppel hier? Genau, es geht alles mit diesen Knöppelchen. Genau, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Können wir ja die Tage über machen. Ich will jetzt auch nicht zu viel auf Ausrüstung rumreuten, weil eigentlich will ich jetzt zum Fotografieren kommen. Was ihr habt, ist Kamera. Da drin ist ein Akku,
und eine Speicherkarte. Das haben wir euch schon reingetan. Das heißt, die Kamera ist jetzt voll funktionstüchtig und ihr könnt loslegen. Mhm. Ihr habt was zum Transportieren und ihr habt eine schöne Möglichkeit, dass man sie transportiert am Handgelenk und dass die Kamera immer einsatzfähig ist. Jetzt müssen wir uns ein bisschen um das Fotografieren kümmern und um eure Aufgabe. Das größte Problem, und da, liebe Zuschauer, wird es jetzt wirklich knackig, jetzt geht es in die Fotografie-Thematik, ist in der Urlaubsfotografie, dass sich viele Leute vom eigentlichen Eindruck leiten lassen und etwas fotografieren wollen, was sie sehen mit ihren eigenen Augen, was sehr schön ist. Was aber komischerweise auf dem fertigen Foto dann total kacke aussieht. Habt ihr schon mal erlebt? Ihr seht was, sieht voll geil aus, ihr nehmt die Kamera, das Handy dann, macht ein Foto und es funktioniert, das sieht Müll aus. Ja, ich kenne das immer wieder, dann sehe ich irgendwie so das perfekte Bild vor meinen Augen, nehme das Handy raus und ich denke mir, warum kriege ich das nicht genauso drauf? Egal, was du rumspielst, irgendwie sieht es nie so aus, wie du es siehst. Nee. Hat eine technische Lösung und genau das ist eine riesengroße Aufgabe, die am Anfang steht von jeder Fotografie. Wie gesagt, ihr müsst kein Fotografiestudium machen, aber ihr müsst die Knackpunkte kennen. Eure Augen sind sehr viel besser als die Kamera. Das Fachwort nennt sich, ich mache mal hier eine neue Seite auf, das nennt sich hier Dynamik oder eben Kontrast. Und das nennt beides sozusagen den Unterschied zwischen hell und eben dunkel. Bedeutet dieser Unterschied, das ist Kontrast. Guckt mal da draußen, da scheint die Sonne. Mhm. Da ist ziemlich hell. Ja. Hier innen drin sitzen wir im Schatten. Ja. Da ist dunkel. Jetzt kannst du sowohl mich angucken, bloß wenn du jetzt mich anguckst, siehst du in deinem Augenbereich noch das Bläuliche da draußen? Ja. Ja. Wenn du jetzt die Kamera nehmen würdest, dann müsstest du dich entscheiden. Würdest du mich belichten wollen, dann wäre, und das kennt ihr vom Handy auch, da draußen das Fenster weiß, überstrahlend. Wenn jetzt zum Beispiel auf da draußen belichtet und ich stehe vor dem Fenster, dann sieht man von meinem Gesicht nichts. Nur noch schwarz. Und das genau ist der Punkt. Der Grund ist, dass die Kamera schlechter sieht als euer menschliches Auge. Wenn das hier der Unterschied zwischen hell und dunkel vom menschlichen Auge ist, Moment, ich mache jetzt mal hier ein Auge hin. Und ich mache hier mal eine Kamera hin. So. Dann ist das ungefähr, was die Kamera sieht und das ungefähr, was euer menschliches Auge sieht. Und das ist noch untertrieben. Ist in Wirklichkeit noch viel krasser. Nichts ist so gut wie das menschliche Auge. Und eine Kamera, selbst die allerbeste Kamera, die man für Hunderttausende von Euro kaufen kann, ist noch lange nicht so gut wie das menschliche Auge. Das heißt, jetzt mal nur eine kurze Frage. Das heißt, die Kameratechnik geht dahin, dass man versucht, immer die Kamera immer besser zu machen, damit sie immer ähnlicher dem Auge wird. Je teurer, je besser eine Kamera ist, umso besser ist auch die Dynamik. Da spielt natürlich ganz viel mit rein, Farbwiedergabe, wie neutral und alles Mögliche. Aber das war lange Zeit zum Beispiel das Problem von Handys, dass die eben fast nur schwarz-weiß sozusagen fotografieren konnte in Helligkeiten. Mhm. Ja? Du hattest keine schöne Abstufung. Du erkennst es oftmals bei deinen Fotos, sicherlich in deinem Instagram-Account, wenn der Himmel oben ein bisschen ausbrennt und dann so Treppchenbildungen passiert ist. Mhm. Das ist so, der Himmel ist am Rand ist er noch bläulich und dann wird er aber komplett weiß. Ne? Ihr kennt das. Ja. Das ist die Dynamik. Das ist das, was eine Kamera eben gut ausmacht. Und unsere Filmkameras hier, mit denen wir hier filmen, das sind nochmal ein Ticken bessere Kameras. Die kommen noch mit dieser Situation noch ein bisschen besser zurecht. Das heißt also, je mehr Geld man ausgibt heutzutage, dann kriegt man immer ein bisschen mehr. Wobei, du würdest halt ungefähr so, ne, das war jetzt, also das, du würdest so ein ganz klein bisschen hier mehr bekommen. Also das könnten 1.000 Euro sein. Oh. Übrigens, die Kameras sind auch unter dem Aspekt ausgewählt worden, was passt zu euch von eurer Art, von euren Fotos, die ihr braucht, aber was ist noch sinnvoll? Die Kamera liegt ungefähr bei 500 Euro, bei der ist man dann fast beim doppelten Preis bei 899 oder sowas Euro. Okay. Also das ist so ungefähr die Region, in der wir jetzt gerade sprechen. Mit Objektiv liegt man hier, glaube ich, im Kit ein bisschen über 1.000 Euro und da ist man so um die 500 Euro auch mit Objektiv. Mhm. Also nur, damit ihr so das grundsätzlich einschätzen könnt. Die Sensoren sind gar nicht auch das Große, was die Kameras unterscheidet, sondern es ist oftmals auch so ein paar, ja, wie groß ist das Gehäuse und da ist ja noch ein Sensorstabilisierer drin und so. Das sind so Kleinigkeiten, die werdet ihr aber auf der Reise schon merken. Also es wird manchmal Punkte geben, wo du bessere Fotos machen kannst. Das wird auf jeden Fall einen Unterschied geben. Das wird auf jeden Fall einen Unterschied geben. Auch wenn man dieselben Objektive benutzt. Auch wenn man dieselben Objektive benutzt. Ah, okay. Aber Achtung, nicht vergessen, nicht die Kamera macht das Bild, sondern der Fotograf. Das heißt, sie kann trotzdem bessere Fotos machen als du. Also nicht da aufruhen drauf. Wir waren bei Kontrast und Dynamik. Was ihr lernen müsst, um gute Fotos zu machen, ist, dass ihr nicht sehen dürft, oh, das ist jetzt ein tolles Bild, das mache ich jetzt, sondern ihr müsst versuchen zu lernen, wie eine Kamera sieht.
Bedeutet, selbst wenn ihr jetzt hier drin steht und ihr fotografiert raus, dann müsst euch sofort eine Alarmglocke angehen und sagen, hey, ich bin hier im Schatten und da draußen ist hell. Das ist Vorsicht zu genießen. Immer dann, wenn hell-dunkel passiert, ist das mit Vorsicht zu genießen. Anderes Beispiel, irgendwann kommt eine Strandszene, du wirst einen Sonnenschirm haben, du wirst unterm Strand liegen und deine Beine gucken aus dem Sonnenschirm raus. Mhm. Dann sind die Beine meistens wie? Käsig, bleich, weiß, ausgebrannt. Ja. Und der Körper ist normal belichtet. Das ist so, diese Gefahr. Merkt ihr, das ist so der Punkt. Oder ein Sonnenuntergang. Wir werden heute Abend rausfahren aufs Meer. Da kommt ein Sonnenuntergang, sie steht an der Reling. Ja, und du willst sie fotografieren, jetzt kannst du dich entscheiden. Willst du jetzt den Sonnenuntergang schön belichtet haben, dann wird sie wahrscheinlich was sein? Zu dunkel. Eine schwarze Silhouette wahrscheinlich. Oder willst du sie Porträt, also sichtbar machen, dann wird der Hintergrund wahrscheinlich zu hell werden. Okay. Versteht ihr? Ihr könnt nicht in die Realität eingreifen. Da draußen ist hell, hier ist dunkel. Das könnt ihr nicht ändern. Das heißt, ich muss immer erstmal verstehen, wo stehe ich? Stehe ich jetzt im Dunkeln oder im Hellen? Und was fotografiere ich? Ist das dann auch wieder hell oder dunkel? Genau. Fotografierst du zum Beispiel eine Person, die im Schatten steht, während der Hintergrund total hell ist? Oder fotografierst du ein anderer? Wir werden bestimmt auch einen Wolkentag haben, wo wir gar keine Sonne haben. Wird bestimmt kommen. Da ist die Dynamik gering. Mhm. Versteht ihr? Es ist so ein Spielchen. Also, hier ist die Sonne. Hier ist hell. Und es kann manchmal sein, dass die Sonne sehr hell ist. Und sozusagen hier ist dann der Schatten, der ist dunkel. Schatten. Oder es kann sein, dass die Wolken davor kommen und plötzlich rutscht dieser Bereich, wo ist hier Farbe? Ich mache mal hier rot. Dieser Bereich, der rutscht plötzlich hier rein und plötzlich ist die Dynamik nicht mehr so groß, sondern nur noch so groß. Mhm. Also ihr versteht, Fotografieren ist Arbeit mit Licht. Und ihr könnt einfach nicht drauf losrennen und sagen, ach, das sehe ich jetzt aber toll, das will ich jetzt fotografieren. So funktioniert das nicht. Und das ist ja der Knackpunkt an der Sache daran. Viele, die Urlaub machen, die wollen halt gar nicht denken. Und das ist halt auch keine gute Lösung. Ihr müsst kein Fotografiestudium sein. Ich habe es schon dreimal gesagt, ja. Ich sage es wieder. Aber der Punkt ist, ihr müsst wenigstens die Grundlagen der Fotografie verstanden haben. Und immer wenn mit hell-dunkel gearbeitet wird, ist die Sache mit Vorsicht zu genießen. Achtet da einfach mal drauf. Wir gucken uns morgen mal Bilder an, die ihr gemacht habt. Ihr werdet bestimmt sehen und dann können wir auch genau besprechen, was ist falsch gelaufen, was ist richtig gelaufen, was waren kritische Situationen. Achtet da einfach mal drauf, versucht zu fotografieren. Das Schöne ist ja, ihr könnt es einsetzen als stilistisches Mittel. Manchmal sieht es ja auch schön aus, wenn der Hintergrund überbrennt und wenn alles so hell ist und alles total... Ja. Oder in Gegenlichtaufnahme, wo die Sonne so richtig schön... Genau, du willst so nur brennt. So eine dunkle Silhouette du willst, haben. Das ist ja alles die Sache, man kann da ja mit spielen. Ja. Aber ihr müsst es verstehen. Und dann könnt ihr es einsetzen. Okay. Achtet darauf, versucht es heute umzusetzen und zu gucken mal hell-dunkel-Kontraste und versucht einfach mal schöne Bilder zu machen. Jetzt ist die Frage, wie soll ich denn mit der Kamera schöne Bilder machen? Ich hatte hier gerade ein Handy, oder? Wo war das? Ja, Arthur hat es da. Ich nehme dir mal die Kamera aus die Hand. So, ich baue das hier auf das Stativ drauf. Das war damit wir nämlich hier in Ruhe arbeiten können. Gut. Was macht ihr denn, wenn ihr mit dem Handy fotografiert und ihr macht die Fotokamera an? Ich halte es mal hier raus. Ja, dann drückt ihr hier irgendwo drauf, dann belichtet das Handy auf die Stelle, dann könnt ihr das Bild dunkler ziehen oder ihr könnt es heller ziehen. Und merkt ihr jetzt zum Beispiel im Vergleich, ist diese Stelle hier vorne, das, was ich jetzt hier sehe, viel dunkler, als man sieht. Das ist viel dunkler, als in Wirklichkeit man sieht. Wenn man da drauf drückt, dann? Und jetzt plötzlich ist der Hintergrund... Ja. Genau das ist es. Merkt ihr? Das Handy selber ist nicht, der Sensor ist nicht gut genug, um diese Dynamik abzudecken. Mhm. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden, was ist euch wichtiger? In dem Fall wären die schwarzen Sachen im Vordergrund nicht wichtig, dann würde man sagen, jetzt kümmere ich mich um den Hintergrund. Ja. Und das heißt auch, das Handy ist nicht schlecht. Es ist halt vielleicht schlechter in der Dynamik als eine Kamera, aber wenn man damit gut arbeiten kann, kann man auch mit dem Handy sehr tolle Bilder machen. Mhm. Das darf man nicht vergessen. So. Aber diese Arbeitsweise, die ihr jetzt hier drauf habt, ihr drückt irgendwo drauf, da wird belichtet, ihr könnt jetzt heller oder dunkler machen und dann könnt ihr das Foto machen. Das ist doch eigentlich eine schöne Sache, oder? Ja. Und genau diese Sache werde ich jetzt probieren, euch an eure Kamera beizubringen. Okay. Also, wir schalten die Kamera an, hier oben Anschalter. Kannst du mal parallel hier auch, oder? Ja, du kannst es parallel mitmachen. So, dann sagt der Zoom-Ring drehen, sonst will er nicht angehen. So, jetzt ist die Kamera an. Mhm. Und jetzt merkst du übrigens, da ist abgeschnitten, hier unten ist auch wieder dunkel. Mhm. Also so viel unterschiedlich ist die Kamera zum Handy auch nicht. Ne? Okay. Das sind Kleinigkeiten, das kommen wir noch dazu. Ja. Damit können wir richtig viel arbeiten.
Jetzt bin ich folgendermaßen. Ich bin in einem A-Modus. Das ist der wichtige Modus. Was der genau macht, werden wir auch in den nächsten Tagen erklären. Aber bitte nutzt nicht den P-Modus. Der steht zwar nicht für Profi, aber solltet auch nicht die Vollautomatik verwenden, okay, sondern ihr solltet den A-Modus verwenden. Anfänger. Nee. Anfänger. Nichts damit zu tun, kommt aus dem Englischen. Ich kann es euch gerne sagen, kommt aus dem Englischen von dem Begriff Aperture. Ah, okay. Aperture ist das Loch hier vorne. Und damit heißt es eigentlich bloß, ihr bestimmt bei der Kamera, wie groß ist das Loch und den Rest lasst ihr die Kamera machen. Okay. Bedeutet, ihr sagt der Kamera, benutze eine Blende von 3,5. Ihr müsst euch diese Begriffe einfach jetzt mal reinziehen. Ja? Wenn euch die jetzt einfach erstmal nichts sagen. Lassen. Ich lasse jetzt einfach wirken. Das ist eine niedrige Zahl, das heißt, das Loch ist sehr groß. Mhm. Und den Rest lassen wir die Kamera machen. Und jetzt ist der folgende Punkt. Jetzt gibt es an der Kamera so ein Symbol, da steht Plus, Minus drauf. Das gibt es an jeder Kamera. Ja. Bei dir dürfte es wahrscheinlich hier oben sein. Ja? Plus, Minus? Ja. Plus, Minus. Ah ja, ja. So ein kleines Symbol mit Plus, Minus. Kannst du auch gerne mal hier nochmal reinzeigen, hier in die Kamera, da. Ja, bleib so. Perfekt. Ja? Halt ruhig, dann kann das nochmal draufnehmen. Dieses Plus-Minus-Zeichen, wenn ich das jetzt hier drücke, dann geht unten so eine Skala auf. Mhm. Ja? Diese Skala ist die Belichtungswaage. Und wenn ihr jetzt an dem Rädchen dreht, merkt ihr, dann macht ihr das Bild dunkler. Mhm. Oder ihr macht das Bild heller. Mhm. Und jetzt ist der Punkt, siehst du, jetzt wird das schon hell und da ist immer noch Zeichnung drin im Himmel. Und das unterscheidet eben so eine Kamera dann von einem Handy, dass diese Grenzbereiche dann doch etwas anders aussehen. Mhm. Also was du jetzt vor jedem Bild machst, ist, du stellst einfach nur die Helligkeit ein und sagst, wie will ich es haben. Du kannst ja auch sagen, du willst es so haben, das kann ja auch schön aussehen. Ja. Oder aber du machst es, du kannst ja auch sagen, du willst es richtig dunkel machen. Ja. Und just in dem Moment, wo du es hast, kannst du draufdrücken und sagen, tschack. Foto machen. Ja, okay. Achtung, das musst du wahrscheinlich vor jedem Bild neu machen. Hm? Denn die Kamera probiert Folgendes zu machen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, Arthur. Die Kamera nimmt euer Foto und macht darüber wie so eine Art Weichzeichner, also einmal einen Wisch drüber und versucht aus eurem gesamten Bild ein Grau zu machen. Profis wissen, dass 18%iges Neutralgrau daraus gemacht wird. Das heißt, alle Pixel von deiner Kamera zusammengerechnet, versucht die Kamera immer grau zu machen. Das heißt, wenn ein helles Pixel wird durch ein dunkles Pixel ausgeglichen, sodass im Durchschnitt alles grau ist. Man hat irgendwie festgestellt, dass alle Bilder, die normal belichtet sind, im Durchschnitt 18% grau sind. Und deswegen hat man gesagt, okay, wenn man das festgestellt hat, dann sagt man jetzt der Kamera, sie soll alles 18% neutralgrau machen. Bedeutet, wenn du jetzt diese Waage auf 0 stehen lässt, hier, ja. Alle Pixel, die du jetzt hier siehst, im gesamten Bild, in der Mitte geben 18% grau. Also für jeden hellen Pixel hier oben im Himmel habe ich hier unten etwas Dunkles. Okay. Und dass das nicht funktionieren kann, ist klar. Das funktioniert beim Handy so und klappt nicht. Das funktioniert bei jeder Kamera so. Versteht ihr, wenn ihr eine Kamera nehmt, euer Handy, und ihr haltet sie irgendwo drauf, probiert die Kamera alles im Durchschnitt grau zu machen. Ihr als Fotografen müsst hingehen und sagen, klick, ich will dieses Bild dunkler haben. Mhm. Oder klick, ich will dieses Bild heller haben. Das heißt, dann ist es nicht mehr 18% grau. Dann ist es nicht mehr 18% grau. Dann verändert ihr sozusagen diese Justage mit dieser Waage. Okay. Das ist genau das, was ihr mit Klick macht und dann hoch und runter ziehen. Mhm. Ist das, was man auch auf dem Handy quasi drückt und hoch und runter zieht? Genau, das ist sozusagen die Belichtungskorrektur. Ja. Ihr merkt also, ihr habt jetzt hier eine Fotokamera, mit der ihr übrigens auch zoomen könnt. Und das ist eins der größten Unterschiede zum Handy. Oh, ja. Der Handysensor ist ja nicht schlecht. Das tun immer viele Fotografen schlecht reden. Ein normales Handy, ein iPhone, das kostet schon 800 Euro. Mhm. Da sind richtig teure Komponenten drin. Der Sensor ist auch nicht so krüppelig, dass man damit keine guten Fotos macht. Bloß ihr habt halt immer nur eine Linse drauf. Das sieht halt immer alles gleich aus. Während ihr hier wechseln könnt und ihr könnt zoomen. Und ihr könnt euch halt das perfekte Motiv raussuchen. Da und jetzt, ist die AIDA. Genau, da ist die AIDA. Und jetzt machen wir einfach mal schon das erste Bild. Und voilà, das wäre schon mal ein ziemlich gutes Foto geworden. Arbeitet mit dieser Belichtungswaage, hell-dunkel. Probiert spannende Bilder zu machen. Geht weg von dieser Grauanzeige. Also nur das Bild so zu lassen, wie man es fotografiert, das ist keine Lösung. Probiert auch mal zu spielen. Es kann sein, dass auch manchmal die richtigen Extremen die schönsten Fotos machen. So, weil man wirklich 3, 4, 5 Blenden im Plus ist oder im Minus. Ja. Wenn es dann wirkliche Silhouetten gibt, wenn es dann wirkliche Überbelichtungen gibt. Probiert kreativ zu sein und probiert erstmal die Kamera so einzusetzen, wie ihr es jahrelang gemacht habt mit dem Handy. Okay. Euer Kopf ist sonst zu voll. Ihr habt jetzt schon ein paar Sachen. Ja, das kriegen wir heute noch hin. Wie das Handy benutzen. Das klappt. Und probiert. Und ihr habt ja gleichzeitig jetzt noch eine Variante, das ist dieser Zoom.
das ist ja das, was jetzt schon dazugekommen ist. Ihr sollt ja schon zoomen euer Motiv suchen. Das heißt, das sind schon 2-3 Komponenten mehr, als man am Handy gewohnt ist. Und das muss man auch erstmal auf die Kette bekommen. Jetzt aber kurze Frage an der Stelle. Vom Handy kenne ich, wenn man zoomt, wird die Qualität schlecht. Nee, das ist ja gerade der Unterschied. Deswegen ist ja das Objektiv so. Also hier kann man ruhig. Das ist völlig egal. Ja. Also und jetzt stand da gerade eben unten 5, 6. Ja. Das ist dann das, was wir eingestellt haben gerade. Ja, siehst du, wenn ich hier zoome, das Problem ist, bei den Objektiven ändert sich die Blende, wenn ich zoome. Das heißt, es gibt andere Objektive, da würde das bei der gleichen Zahl bleiben können, die würden aber sehr viel teurer sein. Okay. Da fangen Objektive an, die kosten dann 500, 800 Euro allein das Objektiv. Das hat was mit der technischen Bauart zu tun. Wir werden diese Zahl noch besprechen. Okay. Probiert, dass diese Zahl immer so klein wie möglich bleibt. Also versucht mal nicht jetzt bei 22 zu arbeiten. Bei 22, da habt ihr jetzt gerade das Loch ganz zugemacht. Und das geht jetzt bei dem Licht da draußen. Aber wenn es nachher Sonnenuntergang wird und ein bisschen dunkler wird, dann fehlt euch einfach das Licht. Wie verstelle ich die Zahl dann? Einfach hier mit dem Drehrad hier. Also hier ist das Drehrad, da kann man die Zahl verändern. Und wenn ich auf das Plus-Minus muss, erstmal da drauf drücken, dann kommt das. Einmal auf Plus. Und dann kommt das. Und dann kommt das. Und lasst alles andere erstmal normal. Eingestellt. Alles andere bleibt eingestellt. Und wenn ich das jetzt drehe, dann verändert sich doch. Nee, doch nicht. Nee, er regelt dann die Belichtungszeit ein bisschen nach. Also, das macht alles die Kamera. Das ist ja das Schöne an so einer Halbautomatik. Wenn du sagst, du willst das Bild dunkler haben, dann macht die Kamera das irgendwie dunkler. Achtung, das ist keine Lösung für alles. Wir müssen die nächsten Tage das schon noch ein bisschen dedizierter bekommen. Aber wenn ich euch jetzt anfange mit Belichtungszeit, Blende, ISO und sonst was, dann ist es zu viel. Damit kann man super tolle Bilder machen. Probiert erstmal die Kamera euch dran zu gewöhnen. Mhm. Probiert damit Spaß zu haben. Wichtig für alle Zuschauer da draußen, die vielleicht nicht eine Panasonic benutzen, wir nutzen die Kamera und zwar ist der ISO-Wert eben automatisch eingestellt, also die ISO-Automatik ist drin, das ist die Empfindlichkeit des Sensors, das heißt, das regelt die Kamera automatisch hoch und runter und die Belichtungszeit wird sowieso angepasst. Und der Weißabgleich, der ist auch bei automatisch, das heißt, die Kamera bestimmt, was blau, was weiß, was rot ist, dass die Farbe macht die Kamera automatisch selber. Okay. Ja? Cool. Und ich habe noch eine Bitte. Und zwar würdet ihr heute auch nebenher Fotos mit dem Handy machen? Nicht die ganze Zeit, sondern probiert einfach auch mal das gleiche Foto vielleicht mit dem Handy zu machen. Ja. Damit wir morgen uns mal ein paar Bilder angucken können, wie sieht es auf dem Handy auf und wie sieht es auf der Kamera aus. Das heißt, ich mache ein Bild, schnapp mein Handy, versuche nochmal das Bild. Und du kannst auch gerne mal fair sein. Das heißt, das Handybild macht meistens eine Weitwinkelaufnahme. Mhm. Und du kannst auch gerne mal, wenn du sagst, aber da ist jetzt gerade das Zoom, sieht geil aus, dann mach das gerne. Wir wollen ja auch mal sehen, wo ist der Vorteil, wo ist der Nachteil. Ja? Ihr müsst nicht die ganze Zeit mit beiden Kameras gleichzeitig simultan rumrennen, aber probiert ab und zu mal das gleiche Foto oder in der gleichen Situation mit dem Handy das beste Foto rauszuholen. Ja. Okay. Ja, habt halt weniger Möglichkeiten, aber kann ja genauso passieren oder kann eben nicht klappen. So, dann müssen wir jetzt langsam einpacken und aufs Schiff und ihr könnt erstmal alles fotografieren. Hafenarbeiter, Leute hier in Jamaika an der Straße. Seid mal kreativ und fotografiert. Und wie gesagt, ihr könnt bei den Kameras das Display nach oben klappen und dann so ein bisschen aus der Hüfte auch fotografieren, was sehr schön ist in der Reisefotografie. Das heißt, man fotografiert und dann hält man so ein bisschen das Stief. Und dann muss man nicht so tun, als ob man total irgendwie jemand fotografiert, sondern man kann so ein bisschen nebenher inkognito fotografieren. Okidoki. Ja, danke schön. Damit sind wir erstmal mit unserer ersten Folge durch. Wir müssen jetzt auf das Schiff und dann geht die Reise los. Und ich hoffe, dass ein paar interessante Dinge dabei waren. Nochmal ein kleines Fazit von mir. Erstmal, wenn man einsteigt mit Kameras und arbeitet, einfach halten. Wenn man zu viel sich am Anfang zu schnell auflädt, dann wird ein Chaos draus. Und ein Auge zu bekommen für Licht, für hell-dunkel, was klappt, was nicht. Und überhaupt eine Kamera einstellen zu können auf einen richtigen Hell-Dunkel-Wert, das ist ein richtig gutes Können. Die besten Fotografen zeichnen sich nicht durch die beste Ausrüstung aus, sondern durch das beste Auge. Und diese Antipation oder dieses Vorschauen, so das gibt ein tolles Foto, weil sie genau wissen, wie hier die Balancen sind. Das kann man üben, da kann man sich besser und besser machen und deswegen sollte damit man auch anfangen. So, los geht's aufs Schiff, oder? Cool. Oh ja. Nach der heutigen Folge sollen Rahel und Arthur sich beim Fotografieren ganz gezielt auf die richtige Belichtung konzentrieren. Nebenbei müssen die beiden und unser gesamtes Team auf der Idamar und die Kabinen beziehen. Ob die beiden es dabei noch schaffen, gute Fotos abzuliefern, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Zusammen mit dem Thema Licht sehen und richtig nutzen.
Ich hoffe, diese Folge des Crashkurses Das perfekte Urlaubsfoto hat richtig gefallen. Wenn dem so war, lasst doch einfach einen Daumen hoch beim Video, empfehlt die gesamte Strecke weiter an Freunde und Verwandte, die vielleicht demnächst in Urlaub fahren, oder abonniert einfach unseren Kanal mit ganz vielen anderen Videos rund um Fotografie. Und wer jetzt so richtig angefixt ist und mehr fotografieren will, der kann ja auch mal einen Blick auf unsere Einsteigerstrecke zum Thema Porträtfotografie werfen. Das ist unser eigentliches Thema, wo wir seit Jahren zu Hause sind, und wir haben uns sehr viel Mühe gemacht, einen Ratgeber, ein Tutorial von 0 auf 100 zu machen für Porträtfotografie. Damit würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche ganz viel Spaß im Urlaub. Richtig tolle Fotos, die vielleicht wir ein bisschen besser gemacht haben durch diese Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge vom Crashkurs Das perfekte Urlaubsfoto.